irgendwelche Feinde rum. Hier liegt anscheinend noch nützliches Zeug. Was ist das? Eine Zeitung. Er hat sogar Muße, hier im Einsatz Zeitung zu lesen. Hat die Motor City eine Zukunft? Detroit dürfte der Ort sein, der den Wandel, den Amerika in den letzten beiden Jahrzehnten erlebt hat, am besten verkörpert. Nach dem Niedergang der Autoindustrie und dem globalen Ölcrash von 2015 haben sich viele einst stolze Wohnviertel im ehemaligen Zentrum des amerikanischen Unternehmertums in Brutstätten des Verfalls, der Armut und der Kriminalität verwandelt. Aber noch gibt es Hoffnung. 2007 verlegte der Augmentierungskonzern Serif Industries seine Firmenzentrale nach Detroit und baute ein ehemaliges Autowerk in eine hochmoderne Fertigungsanlage um. David Serif, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, glaubt fest daran, dass Detroit ein neuer Aufschwung bevorsteht und dass es mit Hilfe weiterer Investitionen sowie einer nachhaltigen Stadterneuerung dem ganzen Land als Beispiel dienen könne. Dank der Humanoptimierungstechnologie steht der Menschheit eine strahlende Zukunft bevor und damit auch Detroit, so Serif. Und hier der zweite kurze Artikel. Taiyong Medical weiter auf Expansionskurs. Das Shanghaier Unternehmen Taiyong Medical Corporation konnte seinen Markteinteil dank der Übernahme des chilenischen Humanmodifikationsspezialisten Laredo Manufacturing diese Woche um 7,3% ausbauen. Das Unternehmen betreibt inzwischen Werke in 15 Ländern. Klingt nach einem Konkurrenzunternehmen zu Serif. Gut, gebracht hat es diese Info nicht. Viel, halt nur ein paar Informationen. Hier liegt noch ein E-Book. Und es hat wieder drei Seiten. Nieder mit den Maschinen. Oh, eine Schmähschrift. Wir sind Purity First. Nieder mit dem Metall. Spüren Sie Ihren Körper. Lügen sind aus Stahl. Die Wahrheit ist Fleisch und Blut. Sind Sie es leid, dass menschliche Cyborgs aufrechten Männern und Frauen die Arbeitsplätze wegschnappen? Haben Sie die Optimierer satt, die sich selbst verstümmeln und erniedrigen? Wir glauben, es ist unmöglich, menschliche Entscheidungen zu verstehen, ohne die Grenzen des menschlichen Körpers zu kennen. Unsere physischen Defizite machen uns zu Menschen. Wir sollten also nicht versuchen, etwas anderes zu sein. Jeder Versuch, unseren Körper durch biologische Modifikation zu verbessern, lenkt nur von gesellschaftlichen Lösungen ab, die dasselbe bewirken könnten, ohne das fundamentale Wesen der Menschen zu verändern. In unseren Augen ist jeder Versuch, den menschlichen Körper zu optimieren, ethisch und moralisch falsch. Purity First kann weder zerschlagen noch unterwandert oder aufgehalten werden. Sie alle, jeder von ihnen ist Purity First. Okay. Ja, so ganz unrecht haben die Typen nicht. Ein Computer, was haben wir denn hier? Von Joseph Smith an Philip Mancuso. Defektes Fließband. Phil, wir haben wieder Probleme mit dem Fließband in 9F. Wir brauchen dringend jemanden, der sich das mal ansieht. Ich will nicht für den Produktionsstopp verantwortlich sein. Wenn das Ding nicht schnellstens repariert wird, bin ich geliefert. Smitty. Okay, ganz normale Korrespondenz. Von Troy Kellerman an Philip Mancuso. Wo bleibt die Lieferung? Andersrum. Philip Mancuso hat an diesen Troy Kellerman geschrieben. Wir brauchen dringend Kupferdraht. Keine Ahnung, wo der Lieferant heute Morgen war. Jedenfalls haben wir nichts gekriegt. Und dann ist die Antwort vom Troy Kellerman. Das ist mir neu. Eigentlich hätte Moody das Zeug liefern sollen. Ich rede mit ihm. Wir schicken gleich jemanden mit dem Kupfer. Müsste in 30 Minuten bei euch sein. Also irgendwie läuft es nicht so gut in dieser Fabrik. Und die Chefsekretärin von David Serif an alle Mitarbeiter. Überstunden. Hallo alle zusammen. Dem Management ist bewusst, dass aufgrund der derzeitigen Auftragslage beträchtliche Überstunden aufgelaufen sind. Wir möchten deshalb auf diesem Wege Ihr ungebrochenes Engagement hinsichtlich der Einhaltung unserer Liefertermine würdigen. In zwei Wochen müsste sich das Arbeitspensum wieder normalisieren. Im Namen von Serif Industries danken wir Ihnen für Ihre Geduld und Ihren Einsatzwillen. Athene. Naja, Motivationsschreib. Gut. In dem Raum gibt es dann nicht mehr zu entdecken, denke ich, dann wieder ab nach oben. Ich denke nämlich, dass hier oben der bessere Ausgangspunkt ist, um quasi weiterzukommen. Wo ich hin muss, kann ich mal auf der Karte nachsehen.
Sie sind hier. Das ist quasi, ich sehe immer die Ebene, auf der ich bin. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Ebene runtergehe, genau. Das ist dann die Ebene, wo ich bin, wenn ich runterspringe. Das Doofe ist, man kann nicht sehr weit rauszoomen und um die Karte zu bewegen, muss man hier mit der Maus mühsam hin und her ziehen. Bisschen nervig. Und ganz da hinten muss ich hin. Na gut. Da geht's jetzt mal hier runter. Okay, da stehen schon welche. Einer guckt hier rein. Elegant durch... was wollte ich jetzt sagen? Elegante Hechtrolle. Okay, da läuft auch einer. Solange er uns den Rücken zuwendet, können wir uns an ihm vorbeihechten. Weiß nicht, ob der Typ mich da hinten sieht, mit dem Gabelstapler. Nee, oder nicht. Dann schau ich mal, was es hier gibt. Die Lobby. Schau ich doch da mal rein. Los ab, ihr Schweine! Wir haben Geiseln! Ah, da steht einer. Gebt mir einen Gurt und keiner von diesen Körperverschmutzern kommt ihr lebend raus. Hört ihr mich? Das ist die Frage. Wir treten für die menschliche Rasse ein. Das ist Selbstverteidigung. Ob einer von denen mich sieht, wenn ich jetzt hier aus der Deckung komme. Kommt nur, ich fordere euch heraus. Wir haben hier eine kleine Überraschung für euch. So, beide ausgeschaltet. Okay, hier gibt es nichts mehr. Mal schauen, was der dabei hat. Ah, Elektroschockpfeile. Praktisch, weil ich habe gerade zwei verschossen. So. Dann ziehe ich ihn mal hier unter die Treppe. Der dabei hat. Geld. Okay. Da. Gab's hier noch einen Computer? Die Tür mache ich mal zu. Gut, hier haben wir den Computer und die Schublade. Ist auch Geld drin gewesen. Noch ein Computer. Dann schau ich mir mal die Computer an. Zwei Nachrichten von Frank Pritchard an alle Mitarbeiter. Antwort: Netzwerkprobleme. Das Netzwerk funktioniert wieder. Wichtig, wir können wegen eines Netzwerkproblems derzeit nicht auf externe Ressourcen zugreifen. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und melden uns, sobald das Problem behoben ist. IT-Abteilung. Also irgendwie in dieser Fabrik gibt es schon einiges an seltsamen Problemen. Von Josie Thorpe an Samantha Barbie. Die Josie Thorpe ist eine der Geiseln, haben wir ja vorhin erfahren, und ist anscheinend die Leiterin, Schichtleiterin oder Werksleiterin. Namen und Nummern. Sam, können Sie mir bitte die Namen und Nummern aller Mitarbeiter schicken, die an diesem Wochenende arbeiten? Wir müssen für alle Freiwilligen neue Sicherheitscodes generieren. Die Zentrale will absolut kein Risiko eingehen. Die Werksleiterin ist es. Ja, hilft uns das jetzt weiter? Keine Ahnung. Ist noch ein Computer. Wieder die Werksleiterin an alle Mitarbeiter. Endspurt bei Auftrag 2027001. Hallo alle zusammen.
Wie Sie wissen, nähern wir uns der Fertigstellung des Typhoon-Systems. Ich möchte Ihnen daher zunächst für Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement in den letzten Wochen danken. Sie können stolz auf sich sein. Trotzdem müssen wir unser Arbeitspensum ein letztes Mal erhöhen, um die Deadline einzuhalten. Wir werden die Produktion dazu noch einmal steigern und mit maximaler Last, also rund um die Uhr, fahren. Das heißt, wir brauchen Freiwillige für die nächsten beiden Wochenenden. Falls Sie an einem oder an beiden Wochenenden arbeiten möchten, melden Sie sich bitte in meinem Büro. Natürlich werden die Sonderschichten entsprechend ausbezahlt. Josie. Dann ein gewisser T. Callahan an Rick Callahan. Das ist auch eine Antwort. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich weiß, dass wir das Geld brauchen, aber wenn ich schon wieder ohne dich bei Mom und Dad antanze, wird Dad fragen, wieso du so viel Zeit in der Area 51 verbringst. Er lässt kein gutes Haar an deiner Arbeit. Können wir nochmal darüber reden? Bitte. Und das ist die Antwort auf eine Nachricht von A. Callahan. Rick Callahan anscheinend. Hey Trish, ich muss am Wochenende arbeiten. Wir haben Montag eine wichtige Deadline und die müssen wir irgendwie halten. Und bevor du dich aufregst, denk an den Wochenendzuschlag. Du weißt, dass wir das Geld brauchen. Anscheinend ein Ehepaar, das miteinander... Nee, nicht ein Ehepaar. Geschwister, die anscheinend miteinander kommunizieren. Dann Greg Thorpe an alle Mitarbeiter. Qualitätsstandards. Hallo Leute. Wir haben hart an der Auslieferung einiger Großaufträge gearbeitet. Angesichts der steigenden Produktionsquoten möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, wie wichtig es ist, alle nötigen Schritte zur Qualitätssicherung bzw. Sicherheit am Arbeitsplatz zu ergreifen. Wir veranstalten daher in allen Sektoren einstündige Seminare, in denen wir die AISO 23000 Fertigungsstandards kurz vorstellen und auf mögliche Probleme bei deren Einhaltung eingehen möchten. Die Leiter der einzelnen Sektoren werden sich zur Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir haben größtes Vertrauen in Ihre Arbeit. Bitte betrachten Sie diese Seminare als Chance, die hohen Qualitätsansprüche von Seraph Industries auch in Zukunft erfüllen zu können. Greg Thorpe. Linienmanager. Aha, ist also Manager einer der Fertigungsstraßen hier und, wie es aussieht, der Mann von der Werksleiterin. Gut. Dann geht's hier die Treppe rauf. Hat jemand Derek gesehen? Fühlt sich wohl ein Joint rein, oder? Er sollte nicht einfach so abhauen. Ich will, dass wir voll konzentriert sind. Stehen drei Typen. Wozu? Die Polypen werden hier nicht auftauchen. Nicht solange wir alle Karten in der Hand halten. Ganz scheiße, dass du sie gesehen hast, dieser Omnifront hinter uns her war. Hat noch nie jemanden so schnell reagieren sehen. Wir holen uns hier schon raus. Nicht, wenn die Polypen uns beim Kiffen erwischen. Teilt euch auf. Alles klar. Der guckt jetzt genau in meine Richtung. Das heißt, ich warte am besten mal, bis er sich wegdreht. Ausgezeichnet.